Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Wieder ein konkretes Beispiel aus der Praxis. Ich habe einen Kunden, der ist mir vor 6-7 Jahren zugelaufen, auf Empfehlung. Und der hatte von seinem Opa, glaube ich, ein Einfamilienhaus mit seiner Schwester, ein Grundstück in Jenfeld, geerbt. Das Haus an sich war in einem, naja, nicht so tollen Zustand. Er musste da richtig was reinstecken. War so ein, ja, so ein Siedlerhaus aus den 50er Jahren, würde ich sagen. Und Schwesterchen hat gesagt, alles klar, weißt du was, du kriegst das vorne, kannst das alles renovieren und so weiter und so fort. Und wir wollen hinten das Grundstück haben, das war ein großes. Und da bauen wir uns jetzt ein Fertighaus drauf. So. Und er hatte diese Finanzierung zum damaligen Zeitpunkt schon fast 10 Jahre laufen. Also die Anschlussfinanzierung stand an. Wir haben das auch alles zu super Konditionen hingekriegt. Allerdings rief mich der Banker an und sagte, Herr Schütt, bei dem Kunden ist das ein bisschen eng. Der hatte damals, ich glaube, 1500 netto. Haus und so, Grundstück, das gab das alles her. Aber er sagte, Mensch, ich komme von den monatlichen Kosten nicht ganz klar. Wegen Lebenshaltungskosten, Pauschale, Kosten fürs Auto, da kommen wir gleich noch. So, und dann sagt er zu mir, und deswegen sage ich ihm, das ist ein Banker, der noch in Lösungen denkt und nicht in Problemen. Da sagt er zu mir, sagen Sie mal, Herr Schütt, der Herr so und so, der hat doch bestimmt eine Lebenspartnerin. So, ja. Ja, sagen Sie mal, Herr Schütt, und die beteiligt sich doch bestimmt auch an den Lebenshaltungskosten. So, ja klar. Ne? Der eine zahlt, was weiß ich, Lebenshaltung, der andere kümmert sich ums Haus. So, ja, sage ich. Und dann sagt der Banker, ja, sagen Sie mal, könnten Sie sich denn auch vorstellen, dass die Partnerin vielleicht auch eine Miete zahlt? Ich so, ja, warum nicht? Ich kenne sie zwar jetzt nicht und er machte die Finanzierung alleine. Aber sagte ich, ja, wieso nicht? Und, ne? Und dann sagte ich, ja, so 300 Euro oder was hilft? Ja, sagt der Banker, meinen Sie, dass das vielleicht auch 400 Euro sein können? So, ja. Also eigentlich hat der Banker mir die Lösung schon in die Hand gegeben. Ich habe den Kunden dann angerufen und gesagt, Herr so und so, ja, so und so sieht's aus. Ihre Partnerin wird die mit Ihnen Mietvertrag machen? Sagt er, ja klar. Ne? Ja, wie viel? Ja, so 400 Euro. Ja, alles klar, machen wir fertig. Das funktioniert nur bei ganz wenigen Banken. Ja, aber dadurch konnten wir zwischen einem Nein, geht nicht, das auf ein Ja umdrehen und plötzlich ging's. Ja, weil das Objekt an sich, die Sicherheit, das war alles toll. Aber das Einkommen reichte eigentlich nicht. Wegen dieser Pauschalen. Er sagte, er kommt auch mit weniger aus. Sagte ich, interessiert die Bank aber nicht. Und dann muss man noch wieder wissen, dass die Banken dann auch nicht die volle Miete ansetzen. Wenn sie sagen, sie kriegen 400, dann sagt die Bank vielleicht, wir akzeptieren 300. Ja? Also zwischen dem, was da auf dem Zettel später steht und was die Bank dann da rausliest, liegen nochmal Welten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten.
und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!